Über die Ähren musst barfuß gehen. Zieh die Schuhe aus, die machen die blind. Dann kannst den Weg mit die Zerchen sehen, das Wasser, den Wind. Sollst mit die Sohlen auf die Steine steigen, mit der nockerten Haut. Wird dir die Ähren auch bald sagen, dass dir vertraut. Gespür das nasse Gras auf die Füße. Gespür, wie trocken ist der Staub. Gespür, wie die Streichel des Moos so süß. Gespür, wie es knistert im Laub. In Bach musst du einsteigen, durchs Wasser musst du aufgehen. Und den Wasserfall musst du stöhnen, mit dem Gesicht in die Höhe. Mit der Wang auf die Ähren die Sonde legen. Lieg ganz still, riech die Ähren und gespür, wie aufsteigt aus ihr eine riesige Ruhe. Und dann ist die Ähren ganz nah bei dir. Und du weißt, du gehörst zu allem dazu. Mitten in der Steiermark, dem grünen Herzen Österreichs, in der Nähe der Bezirkshauptstadt Murau, liegt auf 1040 Meter Höhe der Grundnerhof. Dort folgt eine kleine Familie ihren eigenen Vorstellungen von Landwirtschaft. Es ist anders hier oben. Elementarer, ursprünglicher, natürlicher. Es herrscht ein anderer Rhythmus. Und das Leben ist angepasst an die Bewegungen und Begebenheiten der Natur. Der wunderbare Ausblick auf die Berge und Täler der Umgebung, die bunten Blumenwiesen und der Gesang der Grillen lassen einen für einen Moment vergessen, dass das Treiben anderswo hektisch ist, dass diese wohltuende Ruhe nicht überall herrscht. Schnell wird der Unterschied zur industriellen Landwirtschaft deutlich.
Hier lebt und arbeitet man mit der Natur, nicht an ihr vorbei. Maria Berger, die Eigentümerin des Grundner Hofes in den Steirer Alpen, ihr Mann Adolf und Gerhard, einer ihrer Söhne, bewirtschaften den Boden in sanfter Art und Weise. Sie sind überzeugte Biobergbauern. Also ich bin die Maria Berger und bin die Bäuerin von Fulger Grundner am Zielberg. Unser Hof wird schon sehr lang bewirtschaftet. Dann hat es sehr viel Besitzerwechsel gegeben, immer wieder verkauft worden. Und wir haben ihn in 87er Jahren übernommen. Und unser Hof ist sehr steil. Also wirklich sehr viel händisch zum Bearbeiten, Bewirtschaften. Ja, und ich bin mit Liebe Bäuerin. Seit gute 20 Jahren sind wir zertifizierte Biobauern. Vorher waren wir auch schon Biobauern, aber das ist nirgends aufgescheint. Also im Jahr 1929, am 8. Dezember, ist Haus und Stall abgebrannt. Und das ist dann im Frühjahr wieder alles aufgebaut worden. Es ist alles mit den Viecher hergeführt worden und die Nachbarschaftshilfe war enorm. Jedenfalls im Juni ist es ein Heiliges geworden und wie die Ernte wieder eingebracht ist worden, ist Haus und Stall fertig gewesen. Es war für die damalige Zeit wirklich eine Meisterleistung. Also, und ich bin halt Bäuerin und nicht Landwirtin. Wenn ich auf ein Amt komme, und dann werde ich da gefragt, was hast du für einen Beruf? Dann sage ich, ich bin Bäuerin. Dann sagen, schreiben Sie Landwirtin. Das mag ich einfach nicht. Und warum bin ich lieber Bäuerin? Weil ich einfach nachhaltig denke. Ich denke an unsere nächste Generation. Ich denke immer dran. Das Stückchen Erde, was uns gehört, auf das müssen wir gut schauen, damit das die nächsten Generationen auch so gut leben können als wir. Vor circa 800 Jahren setzte die Besiedlung der Bergregionen im Alpenraum ein. Die Bauern in diesen Höhen waren und sind auch heute noch den Naturgewalten und dem Unwetter besonders schutzlos ausgesetzt. Durch die Abgeschiedenheit der Höfe waren die Bergbauern weitgehend auf Selbstversorgung angewiesen. Ein Umstand, welcher sie neben Landwirten auch zu guten und vielseitigen Handwerkern werden ließ. Kleidung, Körbe, Werkzeug und vieles mehr vermochten sie für den Eigenbedarf herzustellen. Wir heißen dort die Hitten-Murhütte und also jetzt ist sie in unserem Besitz. Und meine Großeltern und Eltern, die sind immer circa 6 Wochen vor dem Austreiben, hat man die Viecher aufgetrieben auf die Alm und dann hat man es herumgefuttert. Und im Sommer, dann waren die Viecher oben im Wald zur Weide und der Hittanger, das ist die schöne Freifläche um die Hütte herum, die wurde dann im Sommer gemäht, dass man im Frühjahr ein Futter hatte für die Viecher. Und also wie ich Kind war, Schulerdirndl war, bin ich von da herum in die Schule gegangen. Da ist eine Senderin noch da gewesen und mir hat es halt damals schon so gut gefallen auf der Alm und da bin ich
von da weg Schule gegangen. Circa eineinhalb Stunden habe ich müsst runtergehen. Da hat man geharzt und da hat man noch umgeguckt. Und von da aus hat man auch drinnen in den Kochofen eingeharzt. Mit und über so hat die, so ein Geschirr hat man gehabt, Heizgeschirr, weil man es immer direkt das Feuer aufgestellt hat. Voller Leiche ist er. Ist ja kein Wunder. Aber du musst da denken, da herinnen hat es immer kracht. Ja, ich bin halt damals schon gerne auf der Alm gewesen. Und jetzt ist es halt so, dass wir die Viecher nur mehr in Hittangen treiben und dass wir eben nichts mehr machen. Aber ja, auferfahren, den wir noch halber gerne so da hinten und die schöne Aussicht genießen. Konzert. Oder ist jetzt finster? Welchen Einfluss hat die Globalisierung und die mit ihr einhergehenden wirtschaftlichen und strukturellen Veränderungen auf einen Bergbauernhof wie den der Familie Berger? Ist sie eine Chance oder eine Katastrophe? Also Globalisierung, das heißt für mich einfach weltweit. Früher hat man bei uns, was man hergestellt hat, das ist eigentlich in unserer näheren Umgebung verarbeitet worden. Angefangen von Lebensmitteln über Holz. Und ich glaube, dass die Globalisierung, also ich bin halt einfach nicht glücklich damit, weil ich glaube, dass durch diese Globalisierung irgendwie die Armen ärmer werden und die Reichen reicher. Wenn das immer von dort muss hergeholt werden, wo es am billigsten kann produziert werden, da können immer nur die Armen die Draufzahler sein. Mit der Globalisierung, mit dem man da irgendwie nicht mit, weil man denkt, in erster Linie will man mir halt eben das essen, was wir mir selber machen. Ich glaube, das, was bei uns wächst, in unserer Umgebung, wächst all das, was wir mir brauchen. Und wenn es von Afrika aufkommt, glaube ich, dass das eigentlich die Leute in Afrika selber notwendiger brauchen Daten. Unsere Karten circa dort ein, weil es so billig ist. Das finde ich eigentlich ganz schlimm.
Es war ja früher auch so, dass bei uns eigentlich das Lebensmittel einen weiteren besseren Preis hat gehabt. Und heute durch das, weil wir sollten so viel erzeugen, möglichst schnell. Ja, bei den Viecher ist auch das Gleiche, die sollten alle gleich wachsen, 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 fressen, fressen, fressen. Und ich glaube einfach, das, was langsam wächst, wenn ich das anschaue bei uns, wie bei uns sich die Grasler plagen müssen, dass sie wachsen können. Da ist einfach so viel Lebenskraft drinnen. Und das kann nur das Allerbeste sein. Und das muss einmal einer was essen. Ein Erdäpfel, den was wir mir anbauen, nur mit Naturdünger. Dann grabe ich mit der Hand aus, wie der köstlich schmeckt. Also unsere Kühe haben noch Hörner. Sie sind von Natur aus mit Hörnern ausgestattet. Und es darf mir nie einfallen, dass sie irgendwas tat, damit dass die Kuh keine Hörner mehr hat. Ich glaube, die Kuh braucht die Hörner einfach. Sie kann damit ihre Privatsphäre abstecken. So wie die Katz die Barthaar hat, hat eben die Kuh ihre Hörner. Das Gruppenverhalten ist ganz anders, wenn sie Herren haben oder wenn sie keine Herren haben. Also ich finde immer, so eine Kuh mit Herren, das ist für mich einfach, ich schaue das einfach so gerne an, mir gefällt das einfach so. Und wenn ich eine sehe ohne Herren, da zieht es mir alles zusammen, da kommt mir viel, die Kuh ist verkrippelt. Wohl so friedlich, gell? Ja, Schwagerin, brav bist, gell? Das ist ja der Stier so kanot. Es ist einfach für mich beflügelt, das Sengsen mal nicht mehr. Wenn ich einmal Kreuzweh habe, ist Kreuzweh wird sicher gut von Sengsen machen. Also ich denke mir, an jeden Muskelspiel den bewächst irgendwie. Und das ist sicher gesund. Das weiß ich nicht, ob es erwiesen ist, aber ich habe es bei mir selber halt festgestellt. Also ich finde, ein Sengsen ist wirklich so ein tolles Werkzeug. Es geht in jede tolle Eiche und über jedes Hügel drüber. Und wenn die Leute so für Rosen malen, dann denke ich mir, man muss sich vorstellen, wenn ein Rasenmäher 2 oder 3 PS hat, dann muss man sich vorstellen, 2 oder 3 Pferde ziehen den Rasenmäher. Und das kann ich allein machen. Ich weiß es nicht, wie viel PS das ein Mensch allein hat, aber ich glaube, dass da seine gewaltige Energieverschwendung ist. Außerdem ist es die sanfteste Art, das Gras abzumähen. Noch besser ist, wenn es die Kuh abbrockt. Aber die Sengsen, wenn sie gut schneit, ist sehr gut.
Auch gemeinsam ermähen sich Maria und Adolf so manch steilen Hang. Nicht selten hört man die Sensen im Gleichschnitt über die Wiesen ziehen und die beiden im Duett wetzen. Zusammen ist die schwere Arbeit leichter und die Hitze von über 30 Grad Celsius eher zu ertragen. Die ehemalige Sensenweltmeisterin Maria Berger, die heute noch neben der täglichen Arbeit auf dem Hof Sensenkurse gibt, weiß auch, Pausen einzulegen, um Kräfte zu sammeln und ihrem Körper die notwendige Ruhe zu geben. Wenn alle heimgehen und ich bin noch am Feld, der Jimmy bleibt da bei mir. Gell? Du bist wie so ein treuer Hund. Ja, brav bist du. Und Horst ist da. Ja, ich bin ja nicht mehr der Braun. Halt, was ist denn alles? Der Paul Hugo, alles? Nein. Wegschmeißen. Scheiß Keimer, seid auch schon wieder rein. Nein. So geht's am Bauern, nicht? Gehofft und gebetet wird, dass kein größeres Unglück ins Hause steht. So lächelt man milde oder schimpft laut über die kleinen Missgeschicke, die jeden Bauern irgendwann einmal heimsuchen. Also und viele Jahre habe ich die Kühe sowieso mit der Hand gemolken und dann haben wir eine Milchmaschine gekriegt. Das war auch schon eine Errungenschaft und seit 2 Jahren haben wir einen Milchstand und seither ist die Arbeit schon noch weit lustiger, weil sie einfach viel einfacher ist. Ich brauche nichts mehr schwer tragen und ich kann eben zuständig die Kühe. Also da finde ich, ist die Technik schon eine wunderbare Erfindung. Es gibt ja auch Studien, dass sich die Struktur von Haaren, von der Milch und vom Blut verändert, wenn die Kuh keine Herren mehr hat.
Die Kuh braucht ja eigentlich ihr Horn für die Verdauung. Alle haben gelesen drüber, aber man muss wirklich intensiv suchen, dass man über das überhaupt was findet. Unsere Kühe haben Olihain und wir haben ein Fressgitter, weil es heißt, ja, das ist nicht zu machen, da beißen sie sich die Haie nur oder was weiß ich, was es alles für eine Ausreden gibt, damit dass man die Haie wegtut. Aber es funktioniert bei uns bestens. In so einem offenen Stall, da hat halt die Kuh mehr Freiraum und sie kann sich zu derer zugesöcknen, die wo sie gern mag. Ja, ich mag ja auch nicht wein stehen, die ganze Zeit, wo sie eigentlich gar nicht mag. Der Weltmarktpreis, das ist auch so eine Angelegenheit. Also ich finde es unmöglich, wenn wir unsere Milch sollten zum Weltmarktpreis erzeugen, wo bei uns die Erzeugung einfach viel mehr kostet, als wir in den Gunstlagen. Und ich denke mir, es müsste ja wohl der Preis sein, denn das Produkt wert ist. Mir gehen wir dabei was hier aus, denn jetzt schon so einen Kühldampf. Und zwar, ja, das ist es, dass das Lebensmittel umso mehr, dass es denaturiert wird, umso ungesünder wird es. Und ich denke mir, wir erzeugen eigentlich das wertvollste Lebensmittel
Und wenn zum Beispiel die Milch bei uns weggeht, danach wird sie nur entwertet. Und das kann ja wohl nicht sein, dass man mir am wendigsten kriegen dafür, für das beste Produkt. Sicher, es wird nachher bearbeitet und das alles, das kann man schon vorstellen, dass das viel Geld kostet. Aber ich finde es einfach sowas von gegen die Natur, dass ein Lebensmittel dann erst einen Preis hat, wenn es keine gesunden Stoffe mehr in sich hat. Also unsere Viecher sind eigentlich gesund, aber wenn einmal was krank wird, dann versuchen wir es halt, dass wir es mit Tee oder verschiedene Kräuter oder auch mit der Homöopathie wieder gesund machen. Sonst wird es nicht so wieder von laufen von mir. Was nicht? Was tue ich denn? Gott sei Dank, ja. Da geht's vielleicht. Aber
weißt, du magst es nicht, wenn ich da bin, weil... Ist jetzt der Hund da? Hallo Thomas! Also danke vielmals, Thomas. Gesagt, man muss zu spucken. Toi, toi! Aber du glaubst schon, das Kälbe ist hin, ich weiß es nicht mehr reden. Aber frisst das Kälbe. Wenn der Saugreflex kommt, nicht, dann fangen sie an anziehen und wenn es richtig trinkt, dann geht hinten der Schwanz hin und her und damit wird die Verdauung angeregt, weil im Kälbe ist jetzt erst da, das heißt Pech, hat man halt gesagt, ist da drinnen und das muss weggehen. Jawohl, jetzt hol ich den Tuten. Der Putz ist wieder spänzig, ist auch der Schicker. Und erst wenn der raus ist, dann funktioniert alles richtig mit Kälbe. In den ersten 3 Stunden ist es halt ganz wichtig, nach dem Kälbern, dass das Kälbe einen Biest kriegt, weil da sind die meisten Abwehrstoffe drinnen. Aber geht. Ich muss immer da Plastik schürzen, weil das groß sticht ja so. Stumpf natürlich, nicht? Der ist noch von der Großmutter. Ja, der ist ja halbwegs niedergepflastert jetzt.
Ach so. So, da. Dann gehen wir sauer in kurz Namen. Er lächelte und blieb stehen. Dann seufzte er leicht und sagte: Ja, es ist sonderbar. Und schließlich weiß ich nicht einmal, ob ich nicht doch einmal als Bauer sterbe. Vielleicht kommt es doch noch so, dass ich eines Tages ein Stück Land kaufe und das Pflügen wieder lerne. Wenn einmal ein Beruf sein muss und wenn man nicht gerade ein Ausnahmemensch ist, gibt es doch am Ende nichts Besseres als das Feld bestellen. Weil der Bauer sein Brot selber sät und erntet und der einzige Mensch ist, der direkt von seiner Hände Arbeit leben kann, ohne Tag für Tag seine Arbeit in Geld und das Geld wieder auf Umwegen in Nahrung und Kleidung zu verwandeln. Und auch darum, weil seine Arbeit immer einen Sinn hat. Was der Bauer tut, das ist fast alles notwendig. Was andere Leute tun, ist selten notwendig und die meisten könnten gerade so gut etwas anderes treiben. Ohne Frucht und Brot kann niemand leben. Aber ohne die meisten Handwerke, Fabriken, auch ohne Wissenschaft und Bücher könnte man ganz gut leben. Viele wenigstens. Also unseren Hobern, den haben wir angebaut auf dem alten Erdäpfelfleck, weil irgendwas muss da drauf wachsen. Und das tun wir einfach, damit dass unsere Jungen noch wissen, wie man sowas von Hand macht. Mit einem anschauenden Pflug bauen wir einen Fleck um und dann sagen wir Hobern rein. Ja, und dann bearbeitet man, wie man sieht im Film. Und wenn wir ihn heimbringen, nachher schneiden wir ihn halt zusammen und wir futtern ihn eigentlich zusammen mit dem Stroh in die Kühe. Das ist einfach Rohfaser. Und vorher, wenn er noch ein wenig Rehe ist, da packe ich immer einen, dann tue ich zusammen zu einem Tee, weil der ist auch sehr gesund und hat halt sehr, sehr viel Energie, die was man notwendig braucht. Das ist der Saudroll. Das wäre das genauso, wie der Tati aber gesagt hat, wie das geht. Mit so viel Sandziehen, da muss es haben. So muss es auch haben. Und dann muss ich beide zusammendrehen. Dann muss ich das so richtig reindrehen. Dann hält es. Dann muss das so eine richtig Saudralle sein. Als wir Sauschwerfen muss ich das reindrehen. Und die größte Herausforderung als Bierbäuerin ist für mich halt, weil ich genau weiß, der Maschineneinsatz, der ist eigentlich für die Natur nicht das Beste. Für mich ist es ja eigentlich recht gut, weil ich mich nicht zu plagen brauche. Aber wenn ich eine beschwerliche Arbeit habe und die kannst du schaffen, dann mache ich es eigentlich trotzdem gern, auch wenn es beschwerlich ist. Sind wir zufrieden, oder? Ja. Alle. Dass ich mir immer vorstelle, wenn ein hoher Unkraut wächst, wir sagen halt Unkraut. In Wirklichkeit sind es Beikräuter. Und die dürfen bei uns ruhig wachsen. Ich freue mich über jedes Pflanzl, was wächst. Und ich glaube nämlich, wenn in ein Getreide führt, das ist ja eigentlich eine Monokultur und wenn da sozusagen ein Unkraut wächst, dann behilft sich die Natur, um das auszugleichen. Weil da ist nur eine einzige Pflanze da und eigentlich in der Natur gibt es das nicht. Da ist immer Vielfalt. Und wenn irgendwo ganz viele Unkräuter sind, dann stimmt bei mir irgendwas im Boden nicht und darum wächst das Unkraut. Das hat alles seinen Sinn. Auf der Welt.
Herrlich. Also ich habe jetzt einmal das Müll hergerichtet, das muss ich immer am Abend herrichten und das stellen wir dann rein in einen warmen Raum, damit das Brot schön warm ist in der Früh, wenn wir nachher anfangen Brot machen. Und jetzt tue ich halt so circa 5 Hähnchen Salz, 3. Ja, da mache ich jetzt eine schöne Gurm. Da wird noch in der Früh das Dampf eingeklärt. Da tue ich halt einmal circa ein paar, circa halbe Stunde mit Wasser auf. Mit so handwarm das Wasser. Es darf nicht zu heiß sein. Und da geben wir jetzt einmal ein Mehl rein. Ganz ein blasses Mehl. Das drücke ich halt so schön durch mit den Fingern, dass es alles schön, dass keine Mehlklimpler rein sind. Und dann nehmen wir es dann. Das ist der Sauerteig. Den habe ich das letzte Mal beim Backen auf Zeiten da. Da tue ich einfach so eine Garfenfuhl da rein. Und das lasse ich noch ein bisschen aufgehen und dann stelle ich es in den Kühlschrank. Und das ist fürs nächste Mal Brot backen, damit das Brot schön aufgeht. Dann muss ich das Dampfen wieder ganz schön durchdrucken. Und das stellen wir nachher rein auf den Heizkessel auf, wo es schön warm ist. Und in der Früh, also so circa 12 Stunden später, fange ich noch an kneten. So, und jetzt werden wir einen Roggen runterschrotten. Dass wir den Schrot, den müssen wir anwarten, weil sonst sind die Keilen im Brot hart. In der Früh ist das ganze Wasser weg, hat das der Rücken aufgesaugt. So, und jetzt tue ich halt da auf und alles andere tut die Natur. Schön interessant. Dann mit dem Pick. Und dabei müssen wir uns das nur das Brot backen. Das fängt ja an beim Saatgut. Ich muss zuerst den Boden muss ich ein bisschen düngen, dann muss ich ihn umbauen. Dann kann ich erst sehen, dann darf es erst wachsen und dann darf es reifen und hoffen, dass kein Unwetter dazu kommt. Und dann darf man es einmal, so wie wir das machen, mit der Hand abmähen und aufstellen zum Trocknen und dann in die Scheune bringen und dreschen und reinigen. Und dann kommt es erst zum Müller und dann kriegt man erst das Mehl. Also wir machen das Brot noch immer so, wie es meine Eltern gemacht haben. Es hat sich nichts verändert, nur dass wir seither einen neuen Backofen haben. Aber den neuen beheizen wir auch mit Holz. Ja, und das Brot schmeckt an jeden von uns. Herrlich. Es ist für uns das beste Brot. Dabei tun wir nichts dazu, als wir Mehl, Salz, Sauerteig und Wasser.
muss es ein paar Stunden rosten. Dann werden wir sehen, was rauskommt. Der Tag biegt einfach so an nachher. Und du kannst ganz schön bürsteln, dass du das Zeug wieder runterbringst. So hoffen wir, dass es anbrennt. Das zweite Mal braucht man noch nicht mehr so viel kneten. Doch, jetzt ist mein Brot einmal fertig. Kocht man es schön rein da und das geht dann schön auf. So, passt. Sauerteig fürs nächste Brot. So heiß ist es jetzt nicht mehr. Jetzt wird man schon raus. Es muss hohl klingen, dann passt es. Das legt man einfach in den warmen Ofen rein. Nachher ist es ganz sicher schön trocken, dass das nächste Mal zum Heizen ist. Man wischt das Brot ab, unterhalb erstens einmal damit, dass die Asche, die was noch oben ist, weg ist. Und dann zieht sie sich ein bisschen an, damit dass die Rinden nicht gar so hart ist. Das ist die Bärendotzen, sagen wir mir. Nach der Schrift ist es der Bärenklau. Das ist sozusagen die steirische Viagra.
Nur muss man aufpassen, man darf nicht zu viel davon. Dazu hat es ein Kräutersalz, weil dann wirkt es reizend auf dem Magen. Aber ein bisschen Viagra schadet nie. Noch dazu, wenn sie so weit keine Nebenwirkungen hat. Man sollte halt wirklich nur die kleinen Blätter nehmen. Löwenzahn. Der Wiesengeißfuß gehört halt auch unbedingt rein ins Kräutersalz. Man kann auch für Suppen verwenden. Hat einen guten, ganz einen guten Geschmack. Schauen wir noch ein bisschen da oben, da unten mal. Gern wächst er so ein bisschen auf die Übergänge. So waren die Enddeutschen auch ein Haufen. Die Heilkräuter sammle ich halt und mache einen Tee draus. Und ich sammle auch sehr viele Wildkräuter. Da habe ich die, was ich beim Essen dazu tue, beim Aufstrich machen oder beim Fleisch dazu. Oder ja, einfach Säfte mache ich und dann mache ich immer das Wildkräutersalz. Und wenn ich das drüber strahle, so bunt gemischt, was ich da alles zusammenmische, dann glaube ich halt, ich esse das Beste, was es gibt. Das sind halt die tapfersten, gell, so kleine. Die zartesten sind das. Der wilde Thymian ist das. Oder Quendel, sagen wir mir. Der ist ein ganz guter Hustentee, ist es. Und er gehört auch ins Wildkräutersalz ein, weil er eben, wenn man die Husten hat oder verschleimt ist, ist er halt ganz gut. Also das ist der Isop. Also das ist halt wohl mein Lieblingskräutel. Also das ist der Salbei. Der ist ja wohl für den Hals wäre so gut. Und der Altsprichwort sagt, warum noch sterben, wenn es Salbei gibt? Früher hat man ja nichts anderes gehabt, eigentlich die Suppen. Da sind meine Großmutter selber gleich rausgegangen und hat eine Gundelrebe gesucht. Also das da konnte ich dir auch noch sagen, wenn ich da so eine wilde Möhre ausreiß. Das riecht nach Möhre. Riechst du? Ja. Aber es ist irgendwo, auf dem Feld ist es ein Unkraut, weil es einfach so starr wird. Das mingen die Viecher noch nicht. Aber wenn wir einmal keinen Sammel haben, dann probieren wir es heute halt mal mit der wilden Möhre. Wenn sie schon so groß ist, das ist halt nicht mehr das Optimale. Aber halt auch ganz wichtig im Kräutersalz drin. Das tut halt so richtig entschlacken, die Brennnessel. Das ist die Königskerze. Und so weit oben, dass die Samen hat, dass sie die Blüten gehabt hat, so viel Schnee wird im Winter. Lani? Lili Juck? Also ich bin so froh, dass ich das selber weiß, wie man Butter macht, wie man Käse macht. Dass wir halt das essen können, was wir selber machen. Und das habe ich schon von meiner Mami gelernt. Da bin ich sehr froh darüber. Thank you.
Jetzt schleime ich das mit dem kalten Wasser aus. Jetzt lasse ich die Buttermilch raus. Jetzt wird die Butter gewaschen. Köstlich. Eine Butterklumpe ist auch nicht. Also jetzt fangen wir es aus, die Butter. Da ist noch ein ganz kleines kaltes Wasser rein. Dann koste es einmal. Schmeckt gut. So schmeckt halt ein echtes Naturprodukt. Da ist wirklich nichts drinnen, das ist nur Natur. Und jetzt fangen wir es so ausklatschen, das heißt, ich muss jetzt das Wasser ausklatschen. So, und jetzt wird der Butter gemodelt. Das heißt, er wird in eine Form gedrückt und dann ausgestürzt, damit dass er halt dann eine nette Form hat. Also klopfen. Und links klopfen. Und ich habe halt gelernt in Seminaren, in Vorträgen, für Bücher habe ich gelesen, die Geschenke der Natur richtig anzuwenden. Das ist ein Wirsing, ein Kohlkraut. Das da ist ein Blaukraut. Das wird erst verleibt. Also und das hole ich da. Da habe ich einen Bohrer stehen lassen, da will ich dann selber einen Samm abnehmen. Gerade vor der Entfaltung. Der ist ja schon schön. Wenn er zu groß wird, dann wird er holzig. Das ist das Weißkraut. Das ist halt noch ziemlich klein. Ja, wenn ich ramponiert aus, aber ich tue es am liebsten mit den blassen Händen. Da habe ich einfach ein Gefühl und wenn ich einen Handschuh habe, dann habe ich kein Gefühl für das. Das tue ich einfach, damit das
die Sonne die Pflanzen nicht verbrennt. Und in ein paar Tagen nachher halten sie die Sonne schon aus. Das sind die Der Grundner Hof umfasst neben 28 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche auch forstwirtschaftliche Gebiete. Die 39 Hektar Wald werden von Adolf neben der Hofarbeit verwaltet. Diese Tätigkeit umfasst jeden Arbeitsschritt vom Fällen der Bäume bis hin zum Verkauf und zur Lieferung der Holzscheite. Also ich glaube, dass den kleinen Bauern die Zukunft gehört und nicht den großen Betrieben, weil die kleinen Bauern das bessere Lebensmittel erzeugen und weil die einfach mit der Natur viel besser umgehen. Passt, oder? Jetzt schalt ab.